Welcome back, krassen Dudes, und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Dirt 4. Wow, Dirt 4. Das ist erschreckend kurz, der Titel. Aber Leute, rein geht's. Und heute geht's rein in eine hoffentlich richtige Rallye. Die Frage ist, was? Wie wär's denn mit Tarmac Specialist, oder? Ja, genau. Wir gehen rein in Spanien. Also Fahrzeug auswählen, haben wir eine große Wahl. Bausatzautos sind ja nur Fronttriebler, oder? Wo kann ich das sehen? Ah ja, Front. Haben wir eine coole Lackierung? Nur die. Oder die hier. Haben wir eine coole Lackierung? Nur die hier. Ja, ich hätte ja schon Bock auf das hier. Machen wir. Jetzt mal ein richtiges Auto. Europa Rally. Mega. Jetzt fahren wir 3 Kilometer. Glatter Asphalt. Und wir haben, glaube ich, Allradantrieb. So, jetzt gehe ich mir aber einen kurzen Testrun. Fünf, vier, drei, zwei, eins, los. Links 3, 60. Rechts 4. In links 2, durchsenke. In links 1, 80. Rechts 4, Überpuppe, 60. Rechts 4. In offene Kehre links. In rechts 1, lang. Der erste Gang ist useless. In links 6. Links 4, durchsenke. In rechts 1, Überpuppe. Links 3. Okay. Ich glaube, ich habe genug gelernt. Der erste Gang ist useless. Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Rein. Keine großen Bedenken vom Marshall. Sollte ein gutes Rennen werden. Fünf, vier, drei, zwei, eins, los. Links 3, 60. Aber endlich ein Auto, was nach vorne geht. Rechts mega. 4. In links 2, durchsenke. In links 1, 80. Rechts 4, Überpuppe, 60. Rechts 4. In offene Kehre links. In rechts 1 lang. In links 6. Links 4 durchsenken. In rechts halten. Überpuppe. Links 3. 60. Rechts 5. In links 3. In Wenn. Rechts 4. In links 6. Rechts 2, offene Kehre, links, lang, 60. Rechts 6, 80. Links 6, Überpuppe. Rechts 4. Links 3, Überpuppe. In rechts 4, durchsenke. In links 3, lang, macht auf. In rechts 6. Links 4, durchsenke. In rechts halten, Überpuppe. Links 3, 80. Rechts 4. In offene Kehre links. In rechts 1 lang. In links 6. Links 6, Überpuppe. Rechts 4. Rechts 5. In links 3. In Wenn, rechts 4. In links 6. Links 6, 40. Rechts 3, durchsenke. Links 6, Überpuppe. Rechts 1, durchsenke. In links 4, 60. Bis Ziel. Okay, fahr zum Marshall. Huiuiui. Da gab es 2 Kurven, die haben sich wirklich sehr geähnelt. Diese
Was war das? Entweder links 2 oder kehre links 2 und danach diese rechts 1. Die hat sich exakt gleich angefühlt. Perfekt. Also die hatten wir jetzt am Anfang der Etappe und so ungefähr in der Mitte der Etappe. Wo ich dann zweimal, zweiten Gang im Begrenzer war. War interessant. Nun, heiter weiter. Obwohl, nee, warte mal, ich kann noch was. Wertungsprüfungsergebnisse. Wo habe ich das? Schadensmeldung. Genau, das habe ich mal in WRC 10 angesprochen. Dass die anderen Fahrer irgendwie keine Schaden erleiden. Zum Beispiel wir mit geringen Karosserieschaden, der andere hat einen Platten. Hier gibt es noch einer mit einer defekten Sprungstange. Differential bleibt im Gang hängen. Motorleistung verringert. Gebrochene Turbine. Manchmal steht da auch. Ah ja, genau. Neuer Beifahrer. Auch mega. Das ist einer meiner interessantesten Meldungen. Schwer beschädigter Auspuff. Angehalten, um kaputten Reifen zu reparieren. Druckverlust im Turbolader. Platz 30 hat es wieder De Vries komplett rausgerissen. Aber egal, weiter geht's. Was war eigentlich der Abstand? Können wir das jetzt noch irgendwo sehen? Ich habe nur gesehen, dass der erste Wapper. Mit was zum Abstand? Das können wir, glaube ich, nachträglich nochmal nachluschern. Übrigens, diese Aufträge mit Hell. Fahr sauber durch den Sektor oder keine Strafsekunde kriegen für Bonus Money. Das lese ich mir eigentlich jetzt doch nicht mehr durch, weil im besten Fall kriegen wir das durch vernünftiges Fahren eh. 1, los. In links 1 durch Senke, rechts 6 über Kuppe. Links 3 durch Senke, 40. Kuppe rechts 6. In rechts 1, Kuppe. In links 2. In links 1. Rechts 3. In rechts 5, 80. Rechts 5. Links 5. Rechts 5. Rechts 1. In links 3. Lang. Mach auf, mach zu. Oh, die Bremsen blockieren aber echt früh. In rechts 3. Rechts 1. In links 3. Lang. Mach auf, mach zu. Ups. In rechts 3. Links 4. Durchsenken. In rechts halten, über Kuppe, links 3, 60, rechts 6, links 6, in Kehre rechts, in links 3, 80. Ich will nicht in die 5 schalten, aber ich war irgendwie, 4, keine Ahnung, gerade kurz in einer anderen Welt. In offene Kehre links, in links 4, über Kuppe. Gott, Bremsen, in Kehre, was ist denn rechts. Da los? In links 3 über Kuppe. In rechts 6. Links 4 über Kuppe. 80. Rechts 1. In rechts 2. In links 4. Rechts 4. In links 1 durch Senke. Rechts 6 über Kuppe. Links 3 durch Senke. 40. Kuppe rechts 6. Links 6, 60. Oh Gott. Rechts 6. In offene Kehre rechts. In links 2, 150. Links 4. Ich hab doch gut geschaltet. Rechts 6, über Kuppe, 130. Links 4. Rechts 6, über Kuppe. Rechts 1. In links 3, lang, mach auf, mach zu. In rechts 3, 60. Rechts 6, in links 1, lang. Offene Kehre rechts. In links 4, 60. Links 6. Vom Gefühl her ist der dritte Gang für die engen Kurven echt so ein kleiner Universalgang. In rechts 1, Kuppe. In links 2. In links 1. Ups. Rechts 3. In rechts 5, 60. Links 6, 60. Ich bin gerade brain dead. Rechts maximal. 6. In offene Kehre rechts. In links 2, 80.
In rechts 1, Cooper. In links 2. Rein mit dem Universalgang und rum. Rechts 3. In rechts 5, 60. Rechts 4. In links 1 durchsenken. Bis Ziel. Okay, fahr zum Marshall. Okay, der Vorsprung ist deutlich, ja? Schön auf der Kupplung draufbleiben. Wir wollen das Auto nicht abwürgen. Okay, kann ich jetzt noch on the fly den Schwierigkeitsgrad hochstellen? Die große Frage. Na, jetzt habe ich vergessen, die Stage zu bewerten. Ah, egal. Das, ja, das, ich weiß. Ich glaube, das ist so ein Ding wie Spielerreporten. Wenn die irgendwas Freches in so In-Game-Chat schreiben oder sagen oder hacken oder ganz einfach nur frech sind, bringt einfach nichts. Ich glaube, das ist einer so der Sachen, bringt einfach nichts. Ob man hier Stages bewertet oder Spieler meldet. Obwohl, ich erinnere mich gerade zurück. War nicht GTA 4, Dirt 4 dafür bekannt mit, hier, wir haben ganz viele Puzzleteile an Streckenabschnitte und die werden halt jedes Mal wild zusammengewürfelt. Dadurch hat man immer eine neue Stage. Und je nachdem, wie man es dann bewertet, wiederholen sich Dinger oder wiederholen sich halt eben nicht. Was einerseits cool ist, weil man dann immer nur die Sachen hat, die man mag. Andererseits hat man dann halt erst recht keine Abwechslung, weil man dann halt nur die Sachen kriegt, die man mag. Naja, wir gehen rein. Wenn wir uns einen guten Ruf erarbeiten, können wir an Anziehung. 5, 4, 3, 2, 1, los. Links 5. Rechts 5. Links 3. In rechts 3. Lang, mach auf, mach zu. In links 1. Rechts 2. Auf der Kehre links, lang 60. Rechts 6, 80. Links 6, 40. Rechts 3, durchsenke. Links 6, überbrücke. Rechts 1, durchsenke. In links 4. Links 6, überbrücke. Rechts 4, 60. Links 4, durchsenke. In rechts halten, überpuppe. Links 3, 60. Links 3, überpuppe. In rechts 4, durchsenke. In links 3, lang, macht auf. In rechts 6. Rechts 6. Links 6, in Kehre rechts. In links 3. Rechts 5. In links 3. In Wend rechts 4. In links 6. Links 6, 40. Rechts 3, durchsenke. Links 6, überbrücke. Rechts 1, durchsenke. In links 4. Links 6, überbrücke. Rechts 4, 60. Links 5. In links 3. In rechts 1. In rechts 2. Ja, diese drei kamen so furchtbar spät. In links 1. Ja, zum Glück an der Stelle, wo wir so rechts langsam 4. wurden, dass unser kleiner Stopp nicht so viel Zeit gekostet hat. Also fast schon gar nicht an Zeit gekostet 4. hat. Rechts 2. Auf der Kehre links lang 60. Rechts 6. 100. Links 4, durchsenke. In rechts halten, überpuppe. Links 3, 60. Rechts 6, überwende. Übrigens, dieser Links-Drop über die Kuppe, wo dann auf der linken Seite so immer so rechts die Leitplanke 6, unten anfängt. Rechts 4, lang. Das haben wir jetzt auch zum dritten Mal gehabt. In offene Kehre, links. Ich weiß nicht auch, warum ich das Spiel früher nie so oft, nie so viel gespielt habe. Weil es sich einfach ab einem gewissen Zeitpunkt sich einfach nur gleich angefühlt hat. Ich wusste, was kommt. Es war keine Rallye mehr, keine Überraschung. Rechts
6, über Gruppe 60. Rechts 6, in links 1, lang, offene Kehre rechts. In links 4, 80. Rechts 3. Oh, das ist links ein schönes 6. Stück. In rechts 4, durchsenke, 60. Links 3, über Gruppe. In rechts 4, durchsenke. In links 3, lang, macht auf. In rechts 6. Links 5, in rechts 3. In links 5, in rechts 1, durchsenke. In links 3. Rechts 2. In links 2. In 90 Grad, links. In links 6. Oh Gott. In links 4, 100. In rechts 3, über 100. In Kehre, links. In rechts 4, über 100. In offene Kehre, rechts. In links 4, 80. Rechts 6. Links 6. In Kehre, rechts. In links 3, 60. Links 5. In links 3. In rechts 1. In rechts 2. In links 1. Rechts 4. Nicht schneiden. Bis Ziel. Oh mein Gott. Okay, fahr zum Marshall. Das Getriebe muss mich echt hassen. Das ist sehr gut gelaufen. Tolle Werte. Sehr, sehr gut gemacht. Die KI muss höher. Nächstes Mal höher. Super duper hoch. Das war eine gute Stage. War eigentlich ganz entspannt zum Schluss. Diese Dorfsektion hat mir gefallen. Ein bisschen kurz, aber hat mir gefallen. War das eigentlich schon die letzte Stage? Nee. Die vorletzte. Wieder ein 5-Kilometer-Schinken. 5 Kilometer mittlerweile auch in Dirt 4-Verhältnissen gefühlt eine lange Stage. Wie gesagt, in WRC 10 ist das ein bisschen mehr als eine Aufwärmphase. Da sind wir zum Teil 20 Kilometer gefahren. Auswirkungen auf die Mechanik. Fünf, vier, drei, zwei, eins, los, links drei. Oh Gott, ich glaube, wir haben gerade einen Schmetterling überfahren. Links drei, in rechts drei, lang, mach auf, mach zu. In links eins, 80. Links fünf. Rechts fünf, links fünf. Links 6, 40, rechts 3, durchsenke. Links 6, Überpuppe. Rechts 1, durchsenke. Oh, hinten rechts? Links 4. Aber haben wir einen Lagerschaden? Links 6, Überpuppe. Rechts 4, 60. Ich bin jetzt kein Experte, aber es könnte sonst ein schöner Lagerschaden sein. Links 5, Überwelle, 60. Rechts 6. Links 6, Überpuppe. Rechts 4, 60. In rechts, 3 über Gruppe. In Kehre, links. In rechts, 4 über Gruppe. In offene Kehre, rechts. In links, 4 lang, 80. Rechts, 4. In links, 1 durch 6. Rechts, 6 über Gruppe. Links, 3 durch 6, 40. Gruppe rechts, 6. Links, 5. In links 3, in rechts 1, in rechts 2, in links 1, 60, rechts 4, in offene Kehre links, in rechts 1 lang, in links 6, 60, rechts 6, in links 1 lang, offene Kehre rechts. In links 4, 60. Rechts 2, nicht schneiden. Offene Kehre links, lang, 60. Rechts 6, 100.
Links 4, durchsenken. In rechts halten, überbrücken. Links 3, 60. Links 6. In rechts 4, dann macht zu. Und Achtung, links 4, sofort rechts 3, überbrücken, täuscht. Rechts 4. In links 5, lang, macht zu, 3. In rechts 4. Links 3. Das war ein cooler Abschnitt gerade. In rechts 3, lang, macht auf. Oder generell zu. Dieser Abschnitt hier ist ganz geil. In links 1, nicht schneiden, 150. Links 4. Rechts 6, überbrücken. Links 3, überbrücken. In rechts 4, durchsenken. In links 3, lang, macht auf. In rechts 6, 60. Bis Ziel. Na klar. Okay, fahr zum Marshall. So, hier können wir nur runter Seifenkisten. Das heißt, gar kein Gas mehr rollen lassen. Das war eine coole Stage. Also der Schloss hat mir echt gefallen. So schön schwungvoll, so wow, wow, wow. Das war nice. Was war nochmal unsere Belohnung? Wie viel kriegen wir? Reicht das für unser erstes eigenes Auto? Aber eigentlich können wir noch hier mit dem Quatsch hier weitermachen. Für ein erstes richtiges Auto. So, warum mit einem Golf starten, wenn man auch einen Porsche haben kann? Ah, guck mal, hat doch geklappt. Alle drei Sachen. Alle drei Bonussachen. 55.000 bekommen. Haben wir jetzt die 200-Grenze geknackt? Ja, müssen wir haben. Anwärter. Noch eine Stufe krasser. Erwähnenswert. Reicht jetzt aber auch. Mega. Haben wir auf Gold geschafft? Was sagt, hier... E-Miles, versuche dich im Spritztour-Modus. Wenn du gerne einen Tapetenwechsel hättest, wieso probierst du dann nicht eine der Herausforderungen im Spritztour-Modus? Was ist denn das für ein Müll? Noch nie gehört. Erstmal gucken. Ist es unter Wettkampf? Nein. Spritztour-Modus. Achso, hier unten. Demonstriere deine Fähigkeiten in Time Attack und Smash Attack. Unter Spritztour kannst du in Smash Attack und in Time Attack dein Können unter Beweis stellen. Diese verlangen dir und deinem Auto alles ab. In Smash Attack musst du in der vorgegebenen Zeit so viele Blöcke wie möglich zerstören. In Time Attack dreht sich alles um die schnellste Zeit auf einer Strecke mit Bonus- und Strafmarkierung. Das Erkennen der besten Route, meisterhafte Kontrolle über das Auto und ein unermüdlicher Handbremseneinsatz sind der Schlüssel zu deinem Erfolg. Wenn du aber einfach nur losbrettern willst, wähle freies Fahren. Ja, irgendwann mal machen wir das. Irgendwann mal. Übrigens war es da gerade im Hintergrund die Location von den früheren Dirt-Teilen, also Dirt 3, Dirt 3 und Dirt 2. Da gab es auch so einen Free-Kurs. Aber egal. Die Folge ist, glaube ich, lang genug geworden. Deshalb, Leute, wenn es euch gefallen hat, nicht vergessen. Lasst eine Pussy-Wertung da. Und ich bin da mal raus. Haut rein. Bye-bye. And have a great time. Bye. Have a great time.